Hey Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin mal wieder hier im Keller. Ihr wisst, was das heißt. Flakesoil. Und ich weiß, dass die Videos nicht so häufig geklickt werden, aber ich finde das wichtig, das auch mal zu zeigen, wie es gemacht wird, weil die, die sich angucken, denen wird es auf jeden Fall helfen. Also hier oben haben wir wieder hier 400 Gramm jeweils an Traubenzucker. Hier unten haben wir jetzt die vier Boxen, die jetzt eine Woche unberührt dastanden. Wir machen jetzt die verbesserte japanische Formel von damals. Gibt es aktuell auch noch neuere, wurde mir auch letztens gesagt, weil ich da gar nicht drauf geachtet hatte, dass die Rezepte ja schon über 10 Jahre alt sind. Aber es sind halt bewährte Rezepte, die gut sind. Falls ihr noch irgendwie andere Rezepte habt oder wisst, wo ich welche finde, bei dem Kieferforum habe ich bis jetzt keine mehr gefunden. Außer die vom Herrn Ambühl. Aber das Happy kann ich nicht machen, weil ich habe keinen Garten und das soll wohl richtig anfangen zu stinken. Aber halt auch gut sein. Aber solange ich keinen Garten habe, wo ich das lagern kann, fällt das für mich flach. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein. Ich packe die Boxen schon mal 2 Stück da rein und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. Ja, Freunde, ich bin natürlich transparent zu euch. Seht ihr das? Hier ist irgendwie so ein leichter Pelz entstanden. Aber ich habe gerade schon die andere Kiste gecheckt. Das ist nur oberflächlich. Ich werde das jetzt mal nur abnehmen. Auch hier und dann mal gucken. Denn hier bei der Kiste habe ich jetzt auch mal kontrolliert und umgerührt. Hier ist nichts. Riecht auch ganz normal. Fühlt sich ganz normal an. Na toll. Weil gestern habe ich noch geguckt, da war nichts. Deswegen wird da wohl nicht allzu viel sein. Deshalb nehme ich das jetzt einfach ab und dann hoffen wir mal das Beste. Ja. Nur, dass es auf jeden Fall transparent ist, ne? Weil ich will euch ja sowohl die Erfolge als auch die Misserfolge zeigen. Und das zeigt mir auf jeden Fall, dass ich einfach dabei bleiben werde. Zweimal die Woche, auch die ersten Zeit. Vielleicht alle 5 Tage. Also nach dem Ansetzen dann umzurühren. Weil weiter unten ist auch nichts, es ist halt nur oben der Belag. Deswegen mache ich das mal eben noch weg. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, um euch das jetzt auch noch zu zeigen. Also hier, das ist halt der Block. Hier ist halt nichts. Alles normal. Ja. Würde ich sagen, in den Löchern war anscheinend noch was, ne? Ja, muss auch mal eben. Aber ich denke nicht, dass das schlimm sein wird. Da die Temperatur jetzt wieder ansteigt, wenn wir das links hinzugeben. Schauen wir einfach mal. Und dann, ja, ansonsten müssen wir es auch einmal komplett ausbreiten, abtrocknen lassen komplett und dann können wir nochmal neu anfangen. Aber soweit wollen wir nicht denken, das wird schon alles passen. Ich werde auch gleich nochmal Rücksprache halten mit den Jungs aus der Käfergruppe, was sie dazu sagen. Mit den anderen Boxes glaube ich auch, da will ich dann mal Fotos machen. Und dann schauen wir mal weiter. Ich hatte mich schon gewundert, dass das im Rezept so steht. Es stand auch im gesamten Beitrag nichts davon, dass man es besser nicht machen soll, aber na gut, scheinbar hat es keiner gemacht. Keiner Bescheid gegeben, ist ja auch schön, ne? Deswegen werde ich das jetzt mal eben hier für euch umrühren und hau da mal eben ein Hyperlapse rein, ne? Weil ihr seht, so hier ist nirgendwo mehr was. Ist halt alles nur zusammen. Wenn man mal dann riecht, ne? Riecht aus wie beim letzten Mal auch. Ja. Deswegen denke ich mal, dass nichts Schlimmes ist, weil es ja so weißer Schimmel, wenn es überhaupt Schimmel war. Man muss ja Schimmel sein. Was soll es sonst sein? Pilz war es ja nicht, das war ja kein Ziel, ne? Eigentlich im Sinne. Ja. Also machen wir jetzt erstmal keine Sorgen, denn das wirkt auf mich genauso wie beim letzten Mal auch. Ne? Also von der Haptik her, vom Geruch. Also mache ich mir jetzt erstmal keine Gedanken. Das Shiitosan wird dann schon seinen Weg gehen. Hoffe ich mal. Aber regt mich natürlich trotzdem auf. Muss ehrlich gestehen, weil es halt im Forum so steht, dass man das die ersten 7 Tage Ruhe lassen soll. Dann lässt es 7 Tage stehen und hast dann so eine Scheiße. Sorry, dass ich das jetzt so drastisch sage, aber ist halt schon nervig, ne? Aber es war anscheinend oberflächlich. Deswegen, alles tut die. Hoffe ich. Da brauche ich durch das ganze Quatschen, habe ich jetzt alles schon einmal umgerührt. Keine Klumpen mehr da.
Also ganz wichtig nochmal anzumerken, macht es zweimal die Woche, Mittwoch, Samstags, wenn ihr Samstags ansetzt, ne, dann habt ihr keine Probleme. Dann packen wir jetzt mal Traubenzucker dazu. Und hoffen einfach das Beste, ne? Ihr wisst, was jetzt kommt. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. So, Freunde, ich hoffe, es kam auf dem Video gut rüber, also auf den Hyperlapse-Aufnahmen. Und zwar müsst ihr einfach wirklich darauf achten, dass ihr hier diese. Vielleicht finde ich ja noch einen auf die Schnelle. Ah, hier. Dass ihr diese Traubenzuckerklümpchen, sag ich mal, findet und ihr dann so zwischen den Händen zerreibt, dass ihr die nochmal ins Substrat verteilt. Also, es geht einfach, wenn ihr den Klumpen hier in eine Hand nehmt und dann. Seht ihr, wie hier überall die kleinen weißen Stückchen wegfliegen? Ne? Weil, klar, man wird es nicht schaffen, dass es einfach perfekt ist, aber man kann sich wenigstens Mühe geben, denn umso weniger besteht die Gefahr eines Schimmels. Und es beginnt wieder das Schöne, und zwar das Umfüllen der Mischung in die Behälter zurück. Moment, ich mache es so. Was sind das? 10 Liter Eimer, die ich dann immer locker befülle und dann abwechselnd in die Boxen gebe, damit ich ungefähr die gleiche Menge habe. Ne? Und ich hoffe halt echt, dass dieses Schimmelproblem jetzt nichts Schlimmes ist, weil es war ja ein normaler Schimmel, also weißer Schimmel und kein schwarzer, der irgendwie gefährlich wäre. Deswegen buche ich das einfach nochmal unter natürlich ab. Also ich hoffe einfach, dass es kein Problem gibt. Weil, wie ihr wisst, ich nehme euch ja auch bei meinem ersten Mal mit, so wie ich jetzt. Und bin da auch transparent, weil ich finde das auch wichtig, weil es wird ja auf YouTube generell viel verschönigt, was einfach nicht so ist. Und das muss ja nicht sein, ne? Man kann auch seine Fehler zeigen, denn daran wächst man. Zum Beispiel verlasse ich mich auf andere, mit einem Bauchgefühl, die was anderes sagt. Aber gut, ich weiß jetzt, dass Chitosan anscheinend kein Ersatz ist, regelmäßig umzubringen. Auch wenn das so im Rezept steht. Ne? Also ich denke mal, das wird einfach irgendwas aus dem Holz sein, was da klein gemacht wurde, dass da irgendwie ein Ziel drin war oder so. Weil es roch halt auch. Also lecker. Also das ist auch jetzt nicht wie, ja, wenn es sonst irgendwo schimmelt oder so. Ne? War auf jeden Fall sehr interessant. Vielleicht mache ich hier auch gerade Kimchi bereits. So, Freunde, ich bin fertig. Und ich habe auch gerade Rücksprache in der Kiefer WhatsApp-Gruppe gehalten. Der Jonas, vielen Dank an der Stelle, du hast mir jetzt echt Stefan jetzt genommen, sagte mir, ich soll mir keine Gedanken machen, ich kann es auch einfach untermischen, wäre bei ihm nie ein Problem gewesen. Ja, also alles gut, nichts Schlimmes. Also kann man es vielleicht doch alle 7 Tage mischen. Entschuldigung an der Stelle, ich war nur vielleicht ein bisschen in Panik. Aber gut, jetzt kommt wieder der Stock zum Einsatz. Hier, das ist Stocki. So, dann machen wir wieder ordentlich hier die Löcher rein. Damit auch gut Belüftung reinkommt. Ihr müsst es auch nicht perfekt machen. Ne? Ich habe es jetzt bei der ersten Charge immer versucht, perfekt zu machen, aber da mir dann aufgefallen ist, dass es eigentlich relativ egal ist. Ja. Ist halt kein Hexenwerk. Ne? Die Jungs zu mir auch sagen, das ist quasi einfach Holzfermentier. Passiert in der Natur auch ohne Probleme. Also kriegen wir das hier zu Hause auch hin. Ne?
So, die Löcher sind drin. Das bleibt das Ganze bis Mittwoch so stehen. Entschuldigung. Ja. Und der Deckel jetzt drauf, das kommt in den Keller. Ich mache da noch die zwei anderen Boxen. Da sieht es genauso aus. Will ich euch auch mal jetzt eben zeigen. Momentchen. Eben mal hier den Deckel drauf machen. So. Dann drehe ich euch einmal um. So dran. Seht ihr? Also, ja. Ich tippe ja echt drauf, dass es irgend so ein Pilzmyzel ist, was so in den Buchen drin ist, ne? Dann einfach mitgeschreddert wurde. Ich weiß es nicht. Aber, wenn Jonas sagt, es ist nicht schlimm, dann vertraue ich ihm da. Denn, wenn man Leute hat, die das schon öfters gemacht haben, ist das halt immer einfach so. Ich kann es euch echt nur empfehlen, egal was er macht. Sucht euch immer Leute, die das schon mal gemacht haben. Dann habt ihr auf jeden Fall immer wen in der Hinterhand, der euch helfen kann. Stellt euch mal vor, sowas passiert einmal, man hat niemanden, den man fragen kann, dann geht man in Panik, schmeißt es nur für alle weg. Ja. Ist ja auch kein Mitkauf, ne? Ich würde sagen, wir kommen noch mal eben kurz zum Recap. Ja, meine Lieben, das war jetzt das erste Mal mischen, nach 7 Tagen. Und die erste Nährstoffhinzugabe in Form von Traubenzucker, jeweils 400 Gramm pro 2 Kisten. Also 2 Kisten 400 Gramm, die anderen 2 Kisten 400 Gramm, also ein Ansatz 400 Gramm Traubenzucker. Denn die 2 Kisten, auf die ich das aufgeteilt habe, ist ein Sack, 15 Kilo. Und ja, ab jetzt geht es dann wieder los, Mittwoch, Samstag mischen und alle 3 Wochen halt wieder Sachen dazugeben. Ich nehme euch dann bei der nächsten Zugabe wieder mit von Nährstoffen, beziehungsweise Treibstoff. Und bis dahin, genießt die anderen Videos auf dem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.